Oh Mann, Sebastian Firnhaber steht da. Der HC verliert 32 zu 34. Die Lippe ist dick, der Eisbeutel ist in der Hand. Wie geht's dir? Ziemlich platt einfach gerade und enttäuscht. Aber die Enttäuschung überwiegt. Was war los? Der Nico hat gerade gesagt, zweite Halbzeit ohne Abwehr gespielt, 22 Gegentore gefangen. Das ist nicht das, was der HC Erlangen hier zu Hause abliefern muss. Nee, also du sagst genau richtig. Unser Prunkstück soll die Abwehr immer sein. Und hat uns auch ausgezeichnet, aber was da in der zweiten Halbzeit passiert, das müssen wir auf jeden Fall analysieren. Wir haben eigentlich sogar in der Halbzeit gesagt, dass das trügerisch ist, die vier Tore, dass wir weitermachen sollen. Und wir sind auch super gestartet, aber was dann passiert ist, habe ich keine Erklärung für gerade. Schaut sich gut an, der Trainer würde euch ordentlich darauf einstellen. Gegen Lemgo bin ich mir sicher, sehen wir ein anderes Gesicht. Das Ballinger Spiel kann man so ein bisschen ja analysieren, die wissen ja, wie man den Riegel in Lemgo knacken kann. Ja, wir analysieren sowieso eigentlich jedes Spiel und da werden wir auf jeden Fall unsere Schlüsse draus ziehen. Das Video wird wehtun. Sebastian Firnhaber, alles Gute dir, gute Besserung und wir sehen uns weiter beim nächsten Heimspiel des HC Erlangen.